Hallo, moin moin, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Schulungszentrum in der Medical Beauty Akademie in Jokrim. Wir haben wie immer natürlich Neuigkeiten, und ich werde ganz oft gefragt, was denn jetzt nun endlich los ist mit unseren beiden Zauberflüssigkeiten. Ja, sie werden fertig. Ich bin selber so auf den letzten paar Tröpfchen von unserer Bemusterung, und ich kann versprechen, sie werden auf jeden Fall zur Messe dann auch bestellbar sein. Und wenn wir uns am 9. bis 11. auf der Kosmetikmesse, auf der Kosmetik International, in der Beauty in Düsseldorf treffen, dann, meine Lieben, ist das auf jeden Fall schon soweit. Nochmal ganz schnell zur Erinnerung: All die, die ja gerade eben im Seminar waren, können sich daran erinnern, aber wir haben ja ganz viele Kunden, die mich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen haben. Es gibt ein neues Präparat, das heißt Skin Top Calming Liquid. Da arbeiten wir auf der Basis von Hamamelis-Extrakt, was ganz stark heilungsfördernd, blutstillend wirken kann, was eben auch dann die Haut unterstützt in ihrer eigenen Heilung während der Behandlung und nach der Behandlung. Man kann also tropfenweise das einfach immer mal wieder auf die zu bearbeitende Partie mit reingeben. Und was ich ganz gerne damit mache: ich nutze das als Verdünner für die ganzen Aquarelltechniken, denn es ist auch so ein bisschen ölig. Es ist eine relativ weiche, glänzende Konsistenz, und die unterstützt ganz wunderbar die Nadel bei höheren Verdünnungen, also so bei 50-50 oder 70 Farbe 30 von dem Material mit reingeben, unterstützt das ganz schön, gerade bei Powdery-Techniken, dass die Nadel da noch ein bisschen schöner fließen kann. Also ist es quasi ein Two-in-One. Es ist quasi ein blutstillendes oder blutstillend, unterstützend, heilungsfördernd, unterstützend Mittel, weil das eben dem Wirkstoff zuzuschreiben ist, dem Hamamelis-Extrakt. Der kann sowas alles. Ist ein ganz uraltes Rezept, das haben die Amerikaner in Virginia schon immer genommen. Aber für mich ist es eben als Künstler auch dahingehend wichtig, dass ich jetzt die perfekte Konsistenz habe, um eine Farbe nicht nur so ein bisschen fließender zu machen. Dafür haben wir ja Easy Flow. Easy Flow ist unser Farbverdünner, wo man so ein, zwei Tröpfchen reinmacht, dass die Einsernadel die Farbe besser reinbringt, dass die Farbe schön satt bleibt und schön satt wird. Wenn ich aber die Farbe als Aquarell verdünnen möchte und die Farbe soll transparenter werden, dann nehme ich den Skin Top Calming Liquid. Dafür ist der hervorragend konzipiert. Gibt es da natürlich nicht in so einem kleinen Fläschchen. Das sind jetzt nur die Muster, mit denen wir hier immer gearbeitet haben. Sieht so ein bisschen aus wie Sojasauce, ist so eine bräunliche Flüssigkeit, und wird in einer 30 ml Flasche dann für euch bereitstehen. Ist auf jeden Fall eine Sache, mit der man wirklich super kreativ arbeiten kann und auch am Farbergebnis und am Heilungsergebnis hinterher wirklich große Unterschiede feststellen kann. Wir sehen uns auf der Messe. Ich freue mich drauf.